624. Mal gesagt, schreibt da doch mal einen Text drüber und bitte, bitte. Dann habe ich darüber mal einen Text geschrieben. Es ist ein Text für Anke, Bianca, Felix, Domi, Michael, Matthias, Lukas, Fabian, Caro, Alex, Julius, Leonie, Tom, Ingo, Heike, Sarah, Bodo, Mia, Carsten, Melanie, Frauke, Niki, Kim, Lina, Joscha, Traudel und Franke, aber sicher nicht für Sabrina. Bei der ganzen Sache mit dem Kinderkriegen war für mich entscheidend die Zahl 9. 9 Minuten reichen zur Zeugung, 9 Stunden zu spät die Pille nehmen, begünstigt das schon mal, 9 Monate Kugelbauch, 19 Stunden gottverdammte Weh. Mein Kind war 3180 Gramm schwer und 50 Zentimeter groß, das sind in Zahlen eine 3, eine 1, eine 8, eine 5 und 2 mal die 0. 8 minus 3 sind 5, plus 5 sind 10, minus 1 sind 9. Womit bewiesen wäre, dass man überall eine Verschwörungstheorie finden kann, beim Kennedy-Attentat, 9-11 oder eben beim Kinderkriegen. Dieser Text ist folglich in 9 Teile gegliedert. 1. Krankenhaus. Hochsommer, hochschwanger, Außentemperatur bei gefühlten 45 Grad, wach seit 32 Stunden, weht seit ca. 16 Stunden, bin mir sicher, dass ich sterbe. Die Tür öffnet sich, die Hebamme fragt, geht's Ihnen gut? Ja sicher, fauche ich. Dann ist ja prima, meint sie und verschwindet. 2. Nachts. 3.17 Uhr. Körbchengröße undefiniert. Licht an. Schönen guten Abend, die Milch geschüttelt oder gerührt. Licht aus. 3. Bin auf einer Party. Bin angetrunken, angeschwitzt und unterhalte mich über Literatur. Erwähne 18 zu sein. Und Mutter. Mein Gegenüber verschluckt sich an seinem Bier. 18. Und Mutter. Und gar nicht asozial. 4. Habe beschlossen, dass mir Kontakt zu Gleichaltrigen in meiner Situation gut tun wird. Sitze in einem Raum mit 5-mal lebendig gewordenem Klischee-Teen. Die Mama Wortführerin, Sabrina, leicht übergewichtig, mit Rest Babybauch unter zu engem rosa Glitzer-Top, öffnet ihre Tasche und knallt 3 Fotos auf den Tisch. Wem sieht die Cheyenne denn jetzt am ähnlichsten? Kaugummi. Es folgt eine halbstündige Diskussion über die Unterschiede von Murats zu Kevins Nase und dem Grübchen von Mike. Ergebnis der Diskussion: keins. Man wendet sich interessiert mir zu, ich bin ja die Neue. Sag mal, wie ist denn das bei dir? Ich schaukel nervös das Kind auf meinen Arm und denke mir, wichtig ist das für dich, wichtig ist das ganz, ganz wichtig für dich. Dann zupfe ich ein Foto aus meinem Geldbeutel und schiebe es in die Mitte vom Tisch. Also, das ist mein Freund. Der Vater von meinem Kind, sicher. Und naja, wir leben zusammen und haben eine Beziehung und so. Sabrina begutachtet das Bild. Dann das Kind auf meinem Arm, nochmal das Bild, nochmal das Kind, wieder das Bild und wieder das Kind. Die sieht ihm aber nicht so ähnlich. Zustimmendes Nicken der anderen. Ich erwidere, dafür ist die Ähnlichkeit zwischen mir als Kind und dir gravierend. Sabrina guckt verständnislos. Die sieht halt aus wie ich, erkläre ich. Skeptisches Schweigen. Ich überlege, die Stille mit einem Witz zu brechen. Haha, dann weiß ich ja immerhin, wer die Mutter ist, nicht wahr? Ich erhoffe, wir lachen. Sabrina guckt schockiert. Ja, wenn man das nicht weiß, ist schon krass. Ich packe meine Tasche und gehe. 5. Ziehst du bitte die Mütze auf? Nein. Doch. Nein.
Doch. Nein. Doch. Mama. Kind. Mama. Kind. Mama. Kind. Mama. Kind. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Sechs. Supermarkt. Ein nettes Kind sitzt lachend und brabbelt im Einkaufswagen und lade Milch ein. Ein alter Mann um die 65 spricht uns von der Seite an. Also sowas aber auch. Bitte was? Leuten wie ihn sollte man die Kinder direkt wegnehmen. Was? Ja, so jung und so, da verkommen die Kinder doch. Eine Schande ist das, da müsste der Staat mal was machen. Das hätte es früher gar nicht gegeben, dass man jemanden so rumlaufen lässt, das arme Kind. Was? Abartig ist das, richtig, richtig abartig ist das. Ich bedanke mich für das Gespräch, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Okay. Sieben. Bin mit meinem Kind auf dem Rückweg vom Schwimmbad. Eine Frau spricht uns an. Ach, das ist aber schön, dass es heutzutage noch Jugendliche gibt, die mal ihre kleinen Geschwister mit zum Schwimmen nehmen. Mama, sagt das Kind. Kind, sage ich. Nein, sagt die Frau. Doch, sage ich. Traktor, das Kind. Acht. Abends, Viertel nach acht. Primetime. Putze Joghurt von der Deckenlampe in der Küche. Fragen Sie mich. Neun. Stehe auf einer Bühne und trage einem Publikum einen Text über das Muttersein vor, den ich nie schreiben wollte. Habe das Gefühl, richtig tief gesunken zu sein. Verspüre das Bedürfnis nach Alkohol und einer Kippe danach, nach dem Auftritt. Lächle professionell. Sage Dankeschön und verlasse die Bühne.